Der rasche Vormarsch auf deutschem Boden stellt die Alliierten logistisch vor große Herausforderungen. Deren Bewältigung ist eine Meisterleistung. Endlose Schlangen von Lkw mit Material, Felder voller Benzinkanister, Heerscharen an Spezialisten, die mit nichts anderem beschäftigt sind, als den Nachschub am Laufen zu halten. Dabei macht sich die Strategie von US-General George Patton bezahlt. Seine Vorgabe: Vor dem Übergang über den Rhein muss die Versorgung auf der anderen Seite sichergestellt sein. Nun kämpfen sich die US-Truppen Tag für Tag tiefer ins Reichsgebiet vor, während ihre Versorgung verlässlich gewährleistet wird. Trotz der Sorge vor Nazi-Partisanen, dem berüchtigten Wehrwolf, sind keine intensiven Sicherungsmaßnahmen zu erkennen. Die Reichsautobahnen werden von der amerikanischen Logistik effektiv eingesetzt. Ursprünglich für den deutschen Angriffskrieg angelegt, rücken nun hier die alliierten Truppen gen Berlin vor. Selbst in der Luft herrscht beim Nachschub dichtes Gedränge. Hunderte von Flugzeugen liefern auf improvisierten Flugplätzen jeden Tag tonnenweise Versorgungsgüter. Vor allem Treibstoff, Munition und Lebensmittel. Die Ressourcen scheinen unerschöpflich. Genau das sollen die Bilder bezeugen. Die materielle Überlegenheit der Amerikaner ist erdrückend. Auch die Verpflegung ist gesichert. Hier in Bad Salzuflen stehen amerikanische Soldaten für ihr Essen an. Die Mahlzeiten scheinen reichhaltig und ausgewogen. Wie, um dies zu verdeutlichen, fällt eine Ananasscheibe herunter. Sie wird demonstrativ liegen gelassen und ausgiebig gefilmt. Um den Vormarsch der US-Armee zu stoppen, sprengen die deutschen Verteidiger Brücken. Nach der Überwindung des Rheins stellen solche Hindernisse allerdings weder in militärischer noch in technischer Hinsicht eine wirkliche Herausforderung dar. Sofern die Brückenpfeiler noch intakt sind, werden die Brücken mit Hilfe von Bauteilkonstruktionen kurzfristig ersetzt. Die Spezialisten der Pionierbataillone sind nicht nur mit dem Bau, sondern auch mit der Instandhaltung dieser Behelfsbrücken betraut. Wegen der durch die Fahrzeuge verursachten Vibrationen müssen sämtliche Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen kontinuierlich überprüft und nachgezogen werden. Eine andere Methode der Flussquerung sind Pontonbrücken. Schwimmbrücken ohne festes Fundament, die aus einzelnen, durch Laufleisten verbundenen Behältern zusammengesetzt sind. Am 8. April schlagen die amerikanischen Pioniere der 9. US-Armee solche Pontonbrücken hier bei Werden über die Weser und setzen auf die östliche Flussseite über. Diese schwimmenden Brücken sind keine moderne Erfindung, sondern seit der Antike bekannt. Neu ist allerdings, dass so große Mengen an militärischem Material über sie befördert werden. Wie hier, unweit von Lüchte, werden an vielen Stellen Pontonbrücken über die Weser errichtet. Dadurch sichern sich die Amerikaner einen breiten Vormarschkorridor. Möglich ist dies, weil die alliierten Truppen längst über die Lufthoheit verfügen. Die deutsche Luftwaffe ist mehr oder weniger vernichtet. Ein besonderes Merkmal der modernen Pontonbrücken ist, dass sie allen militärischen Fahrzeugen mit unterschiedlichen Spurbreiten und Gewichtsklassen die Überfahrt ermöglichen. Selbst für Panzer ist das Übersetzen kein Problem. Einen Monat nach diesen Aufnahmen wird das Deutsche Reich, von der militärischen Macht der Alliierten erdrückt, bedingungslos kapitulieren.